Hallo, guten Morgen. Heute zeige ich euch mal, wie ich diese Charakterporträts gemacht habe. Und ganz wichtig, es ist ein Team-Effort, also das haben wir zu dritt aus Baldowart. Also es ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wir haben das zusammen ein bisschen ausgetüftelt. Ne? Team, immer im Team arbeiten. So, offensichtlich besteht das aus zwei wichtigen Teilen, nämlich dem Lichtsetup und natürlich der Nachbearbeitung. Ich erkläre mal das Lichtsetup. Auf die Nachbearbeitung gehe ich am Ende nur ganz kurz ein. Ich mache da kein Tutorial, da saß ich relativ lange dran. Wer da Details haben will, ist bei Calvin Hollywood und Co. wahrscheinlich besser aufgehoben. Die machen das besser als ich. Okay? Und das Lichtsetup kriege ich hin. Und wichtig, wir haben uns das als Herausforderung gesetzt, weil die anderen beiden keine Studioblitze haben, dass wir für das Hauptlicht wirklich nur einen einzelnen Yongnuo-Aufsteckblitz nehmen. Das geht. So, vielleicht ganz kurz, die Charakteristik von den Bildern ist ja so ein bisschen Rimlights, eher starke Kontrast, so Wangenknochen will ich sehen, ich will ein bisschen Schatten im Gesicht haben und dann natürlich die Nachbearbeitung. Wichtiges Problem dabei ist der Hut. Ja, und das sehen wir jetzt warum. So, vom Vorgehen her ist demnach klar, ich fange immer dran denken, immer mit den schwächsten Lichtern anfangen, das heißt in dem Fall mit den Rimlights. Hier stehen jetzt zwei Elinchrom-Blitze mit Valimax Striplights mit Grid drinne. Das müssen die nicht sein. Das können auch nackte Aufsteckblitze sein. Das macht es einfach ein bisschen schwieriger. Aber ihr könnt nackte Aufsteckblitze nehmen. Müsst dann, wenn der hier steht, zum Beispiel einen Karton oder irgendwas nehmen. Ihr wollt nicht, dass der Aufsteckblitz nach vorne in die Kamera reinblitzt, weil ihr verliert den Kontrast, dann ist das Licht drin und so weiter. Aber ihr könnt hier hinter einen Blitz stellen und dagegen blitzen. Dann habt ihr natürlich auch das Rimlight. Ja. Also zwei Rimlights von hinten und wichtig, die immer als erstes einstellen, damit ihr ein bisschen Gefühl kriegt, bevor das Hauptlicht kommt. Habe ich jetzt schon vorbereitet. Ja, was ich hier jetzt habe, ist quasi, das Gesicht ist natürlich jetzt zu dunkel. Und jetzt kann ich damit spielen, wie hell ist das Licht an der Seite von dem Gesicht. Und ganz wichtig, bei der schwarzen Perücke geht ganz viel Licht verloren. Das muss man ein bisschen anpassen, wenn ich denn da sitze, weil ich irgendwie per Definition quasi keine schwarzen Haare habe. Jedenfalls nicht sichtbar. Hatte ich auch nie. So, also, das heißt, da müsst ihr ein bisschen auch euch entscheiden, wie viel wollt ihr da haben. Typischerweise will ich weniger Licht haben als jetzt, sondern ich will das ein bisschen dezent haben, nur so ein bisschen angedeutet. Bei diesen kontrastreichen Bildern wollten wir aber eben edgy, dementsprechend ein bisschen höher. Ja, da gibt es nicht richtig oder falsch, wie gehabt. Und wie gehabt, da nützt mir kein Lichtmesser, weil das ist überbelichtet. Das ist hier hinten überbelichtet. Ja, das will ich ja. Also ja, ich kann Lichtmesser nehmen, der mir alles überbelichtet. Viel besser bei sowas ist, und das haben wir auch gemacht, direkt ins Lightroom reinschießen und dann halt entscheiden. Dann kann man diskutieren, überlegen und so weiter. Okay? Noch ein zweiter Tipp. Die Heidi sitzt hier auf dem Stuhl. Wir saßen auch auf dem Stuhl, das ist wichtig, weil das Lichtsetup jetzt wirklich sehr, das wird jetzt ein bisschen tricky. Und wenn jemand steht, typischerweise stehen die Leute bei mir, weil sie sich dann besser bewegen können. Und das will ich hier gerade nicht. Ich will ja jetzt auch kein spontan glückliches Gesichtsausdruck, sondern ich will ein ernstes Kampfgesicht. Von so her macht es ein bisschen einfacher. Wir haben Geduld, wir haben Zeit. Und wenn die Person auf dem Stuhl sitzt, bewegt sie sich viel weniger und ich kann das Licht viel besser einstellen. Okay? So, das war der einfache Teil. Jetzt wird es halt tricky. Jetzt nehme ich einen Aufsteckblitz dazu. Und zwar in dem Fall ist das die Firefly, jetzt auch nicht die Firefly, sondern SMDV, aber die Firefly könnte man genauso nehmen, 60 cm. Wichtig ist hier jetzt Vorteil, kleines Licht nehmen. Wenn ihr kleines Licht habt, könnt ihr das Licht viel gezielter setzen, mit dem Nachteil, ihr müsst viel näher kommen. Und jetzt kommen nämlich die Probleme. Wenn ich das jetzt hier nämlich mal positioniere so ein bisschen, und zwar habe ich das auf dem Galgen, das hilft, wenn man es auf dem Galgen hat, weil dann eben das Stativ nicht drin ist, aber man muss das nicht zwingend. Die Kunst ist jetzt folgende. Das noch ein bisschen drehen, so. Die Kunst ist jetzt folgende. Ihr wollt das Licht möglichst tief haben, weil der Hut im Weg ist. Ja? Wenn das Licht von oben kommt, in der Mitte von oben, dann habe ich hier, ne, wie beim Beauty Dish, dann habe ich hier halt harte Schatten auf den Wangen. Das will ich in dem Fall. Aber je höher das Licht kommt, desto mehr Schatten gibt der Hut. Ja, da kann man dann irgendwie nicht beides haben. Das heißt, ich muss das möglichst tief bringen. Wenn ich es aber tief bringe, dann ist es im Bild und irgendwann halt vor dem Kopf. Das heißt, die Kunst ist, einer steht hinter der Kamera und guckt durch und der andere schiebt halt am Stativ, dass es gerade so bis oberhalb von der Hutkante ist. Weil ich ja nachher die Heidi sowieso ausschneide. Dann kann ich das ja machen. Das heißt, das muss ich ein bisschen ausprobieren, muss ich gucken. Ja, jetzt kann ich sogar noch ein bisschen tiefer. So, zu tief. Das ist dann wirklich Zentimeterarbeit. So wahrscheinlich. Ja.
Im Bild darf sie sein, aber halt eben natürlich nicht vor dem Hut. Und von der Helligkeit hängt das dann halt ab, wo ihr seid. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ich gehe jetzt mal auf den 32. und probiere das. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, ich will ja Schatten haben. Und sehen wir auf dem Bild jetzt auch sehr gut, dass wir hier auf der Wange schon rechte Schatten haben. Okay? Die Heidi hat jetzt flache Augen. Ich zum Beispiel habe ja so ganz tief liegende Augen. Bei diesen Bildern will ich das auch so ein bisschen, bei den Jungs hier mit ein bisschen finsterer Look. Wenn ich das weniger haben will, nehme ich den Reflektor dazu. Und je nachdem, wie hoch ich den packe, kommt halt mehr Licht von unten wieder hoch, hält das Kinn ein bisschen auf und hält dann auch die Augenbrauen auf. Das ist gerade bei uns mit Bart so ein Thema. Ne, Männer ab einem gewissen Alter mit ein bisschen Bart oder Bartstoppeln und ein bisschen Grau drin, ne, sieht das häufig noch so ein bisschen, dieser Salt and Pepper Look, sieht eigentlich noch gut aus. Ich mag das. Gerade dieses silberne Licht von einem Silberreflektor in einem Bart, das mag ich. Und bis zu den Augen hin gibt es noch ein bisschen heller. Damit muss man spielen. Auch da hilft es natürlich, wenn man zu dritt ist, einer hinter der Kamera, ein Model, und der zweite hält den Reflektor, merkt sich ein bisschen, wo er den hinhält, kann auch mal ein bisschen spielen. Also wir haben wirklich sehr viel getuned, bis wir so genau den Look haben. Und in den Behind the Scenes sieht man das ja auch so ein bisschen. Das war es eigentlich schon. Also prinzipiell ein sehr einfacher Aufbau, auch wieder ganz klassisch. Drei Lichter, zwei Rimlights und eins von vorne. Kann man auch nur ein Rimlight nehmen, natürlich. Ja, dann habe ich halt nur auf einer Seite diesen edgy Look, das kann man natürlich machen. Kann ich das auch ohne Galgen machen? Ja, wenn ich auf dem Stativ habe, muss das Licht halt ein bisschen von der Seite kommen. Wenn das jetzt von der Seite kommt, entsteht hier halt mehr Schatten. Ich habe da nicht mehr gleichmäßig Schatten, sondern dann ist die Seite halt hell. Das ist ein bisschen das Problem. Die Seite hat dann mehr Schatten, was gut ist. Die Seite weniger, weil das Licht von der Seite kommt, was ich vielleicht nicht will. Das kann ich wieder ein bisschen reduzieren, wenn ich hier einen schwarzen Karton oder sowas hinnehme, der wieder ein bisschen versucht, Reflexionen wegzunehmen, aber das ist sehr, sehr tricky. Ja? Also das ist wirklich eine Bastelarbeit. Da saßen wir eine ganze Weile dran. Riesen Gaudi, macht Spaß. Und man kann dann halt in der Nachbearbeitung natürlich auch noch ein bisschen was machen, so ist es ja nicht. Wir haben gearbeitet mit der Canon 6D, mit dem ganz normalen Kit-Objektiv 24-105. Das vielleicht noch als Tipp. Typischerweise mache ich Portraits mit 85 mm. Wenn ich 85 mm nehme, muss ich die Kamera weiter wegbringen. Wenn ich sie weiter wegbringe, stört das Licht mehr. Es hilft dann, wenn man eben dichter kommt und halt ein bisschen weitwinklig. Es muss ja nicht gleich 35 mm sein, aber man kann vielleicht auch mal 50 mm nehmen oder 70 oder so. Um dann halt eben dichter ranzukommen, dass das Licht weniger stört. Ja? Das war's. Mehr ist da gar nicht dabei. Wie lange saßen wir da dran? Vielleicht eine halbe Stunde, das rauszutüfteln, bis das so saß. Und dann muss man natürlich bei jedem wieder neu ein bisschen tunen, weil eben ich hatte keinen Hut auf, die anderen beiden hatten verschiedene Hüte auf, dann eben Bart oder nicht Bart, weißes Hemd oder nicht weißes Hemd, etc. Und dann ein bisschen die Frage, auf welchen Look man genau haben möchte. Ne? Einfache Sache, nachmachen. Und jetzt erzähle ich noch ein bisschen was zur Nachbereitung in Lightroom eben nicht, sondern Photoshop und vor allem ColorFX Pro 2. Also. So, jetzt sind wir im Photoshop und wollen mal schauen, wie ich zu diesem Bild gekommen bin. Und zwar Ausgangslage ist dieses Bild. Das ist jetzt direkt aus der Kamera, nur ein bisschen Clarity hochgezogen. Also man sieht jetzt eigentlich schon, dass wir darauf geachtet haben, dass hier halt eben ein bisschen eine vernünftige Kante ist, die Wangen ein bisschen dunkler, die Augen eben nicht zu hell. Wenn ich mal reinzoome, dann sehen wir auch, dass wir hier in dem Fall die SNVV genommen haben, die Octabox, und nicht die kleine Lastulite, die wir auch genommen haben. Und so ganz, ganz bisschen sieht man den Reflektor, der war relativ tief in diesem Fall, weil ich keinen Hut auf habe, war der nicht ganz so wichtig, aber er ist dabei, sonst wären die Augen dunkler, die wären einfach massiv dunkler. Okay? So, gehen wir mal schrittweise durch. Das erste, wichtigste ist sicherlich das Ausschneiden. Und das sieht so aus. Und dafür nehme ich die Quick Selection. Das geht schon relativ gut, zusammen mit dem Refine Edge, was man dann hat. Aber es ist halt schon nicht nur einmal rübermalen, sondern man muss dann schon noch ein bisschen nachpinseln, sag ich mal. Was ich mache, ist, man sieht es ja, ich gehe auf eine Maske, ich mache eine Maske draus. Und diese Maske nehme ich dann und male da halt noch drauf rum. Also ich gehe jetzt da wirklich rein und male das halt noch nach, wie ich das haben will. Okay, also da sitzt man denn schon einen Augenblick dran, das ist halt einfach so. Das ist das, was das Ganze ein bisschen mühsam macht, aber das braucht es, damit es nachher verhebt. Okay, und dann nehme ich natürlich einen Hintergrund
Und in dem Fall ist es ganz normal ein Wolkenhimmel, wirklich mal aus dem Fenster raus, abends, Sonnenuntergang. Das Bild ist entsättigt und leicht ein bisschen Blauton raufgelegt und das ist eigentlich schon alles. Also das ist sehr unkompliziert. So, dann haben wir hier eine Ebene, wo ich so ein bisschen Hautbereinigung gemacht habe. Ja, hier sieht man, das ist das Original und so ein bisschen. Nicht furchtbar viel, weil ich esse ja im Moment kein Getreide und seitdem habe ich viel schönere Haut, ist mir aufgefallen. Das bin vielleicht nur ich, aber es ist so. Deswegen musste ich bei mir nicht viel machen. Ich nehme dafür den Healing Brush Tool, die Buchstabe J, das Kürzel. Okay, also wirklich nur so ganz grob weggemacht. In dem Fall auch ruhig Augenringe so ein bisschen drinnen lassen. Es soll ja so ein bisschen Charakter auch haben. Da muss nicht jede Falte weggemacht werden. Nächster Schritt ist dann in dem Fall ein Fotofilter. Ich zoome mal wieder raus. Ein Fotofilter. Ich wollte einfach ein bisschen wärmeren Ton auf dem Gesicht haben. Deswegen habe ich dann auch schnell einen Fotofilter drauf gemacht. Das ist ein bisschen wärmer gemacht. Und man sieht das nur auf mir, nicht auf dem Hintergrund. Ich will in diesem Fall gar nicht erst versuchen, das farblich abzugleichen, sondern ich möchte da einen Farbunterschied haben. Dann, ich zoome mal rein. Die Augen sind mir in dem Fall zu dunkel, die habe ich ein bisschen heller gemacht. Einfach mit dem Levels, ja, Levels hingegangen und den halt eben ein bisschen heller gezogen. Und dann eben maskiert und nur die Augen wieder reingemalt. Ich zeige es nochmal ohne. Die Augen ein bisschen heller. Dann habe ich hier noch eine Ebene mit Dodge and Burn. Ja, auch da nicht riesig viel, weil wir von vornherein schon so ein bisschen vorgesehen haben. Ich zeige es nochmal ohne. Augenbrauen ein bisschen gemalt. Hier die Wangenschatten ein bisschen verstärkt. Solche Sachen. Aber keine Beauty-Retouching, sondern wirklich nur ganz grob da einmal rüber. Dann, das habe ich ja schon öfter gesagt, ich mache gerne so eine Black-and-White-Ebene. Die im Soft Light und auf 24, 37, irgendwie sowas. Ja? So ein bisschen reingemalt, vielleicht nicht ganz so viel, weil es kommt dann noch was dazu. So, und jetzt kommt. Hier haben wir jetzt nochmal massiv, die ganze Gruppe, massiv so ein bisschen. Achte mal auf die Hauttöne. Die sind hier so ein bisschen. Ja, so ein bisschen karikaturhaft. Und zwar habe ich den Tipp von Glyn Duis. Wo ist er, Kindle? Da. Photoshop Workbook von Glyn Duis. Gibt es nur auf Englisch. Der hat auch einen Haufen Tutorials auf YouTube. Es lohnt sich da reinzuschauen, wenn man Englisch kann. Der macht das wirklich sehr gut. Und was ich hier gemacht habe, ist im Grunde zwei Kopien gemacht. Und dann gehe ich auf Filter und eben Noise und Reduce Noise. Und dann gibt das so diesen, sieht das so diesen Karikatureffekt quasi. Die Haut wird zu weich, natürlich zu weich. Und um das wieder reinzumachen, gehe ich dann noch eine zweite Ebene und mache einen Highpass-Filter drauf. Und dann ist es wieder kontrastreich. Ist so ein bisschen künstlicher Look. Ist noch recht verbreitet, das machen viele. Das so als Tipp am Rande. Mache ich noch nicht lange, habe ich aber Gefallen dran. Ja, das macht noch einiges aus und gibt dem ganzen Bild nochmal einen Ecke Kontrast. So, und dann am Ende noch, ich zoome mal wieder raus, nochmal Levels drauf. Also ich völlig unkompliziert. Levels. Und zwar wieder einfach so ein bisschen dunkler gemacht. Ja, also ein bisschen heller. Und dann hier mit dunkler gemacht, so wollte ich sagen. Ja. Und zwar wirklich Bauchgefühl, so lange bis mir das halt gefällt. Und das war es eigentlich. Dann ist das das fertige Bild. Das habe ich dann im Lightroom noch zugeschnitten halt, dass die Stirn so ein bisschen raus ist. Und voilà, ist das fertige Bild da. Per se also keine Hexerei. Die Schwierigkeit liegt wie üblich in den Details. Da saß ich schon eine ganze Weile dran. Aber natürlich auch so ein bisschen das Rausfummeln, was will ich haben. Wie viel Prozent Entsättigung tue ich jetzt rein und so weiter. Das ist natürlich immer so ein bisschen auch Gefühlssache und sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. So, und hier haben wir jetzt noch den Ingo und man sieht, das ist recht grungy, der Look. Und was ich hier jetzt noch gemacht habe, man sieht jetzt ein bisschen mehr Action. Was ich da noch gemacht habe, ist Color FX Pro 4. Und zwar ist das ein Smart Filter in dem Fall. Da kann man sehen, was ich gemacht habe. So, hier ist er jetzt geladen. Und zwar eigentlich überhaupt nichts Wildes. Da Kontrast, wenn ich den mal rausmache. Seht ihr, der Look per se ist eigentlich schon da, so mit dem Farblook und das hier hinten reingemacht. Und eigentlich alles, aber noch nicht so richtig grungy, ne? Was ich jetzt also gemacht habe, da Kontrast. Und wichtig, nicht auf 100%, sondern in dem Fall 67. Und ich habe einen Kontrollpunkt gesetzt hier auf die Nase, der so ein bisschen das Gesicht entsättigt, also nicht entsättigt, sondern den Effekt nur auf die Hälfte macht, ungefähr die Hälfte. Das führt dazu, weil wenn ich das mal hoch mache,
dann ja, auf der Haut kommt das halt irgendwann nicht mehr gut. Jedenfalls nicht das, was ich mag. Deswegen ist der deutlich reduziert. Und das ist noch wichtig, das sind so die kleinen Details, die dann irgendwie das ausmachen, wo auch ein bisschen Geschmacksfrage natürlich reinkommt, gerade bei sowas wie grungy darf es sein, wann ist es zu viel, wann ist es zu viel Kontrast, wann ist es zu viel Schärfe drin. Das ist ja auch immer ein bisschen individuell. Okay, also Color FX 4 Pro mit dem Dark Kontrast. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen interessant. Von diesem Look gibt es sicherlich künftig noch mehr. Da haben wir noch ein paar Sachen geplant. Wir haben auch noch nicht alle von unserer Fotogang damit verwischt. Also es gibt sicherlich noch ein paar Mal. Watch me on Facebook und so weiter, denn kriegt ihr da vielleicht noch einen oder anderen Trick, weil ich lerne jetzt natürlich auch noch neue Tricks, wie wir das nächste Mal ein bisschen besser machen werden. Und dann gebe ich das natürlich wie üblich auch an euch weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video. Und bis dahin, schönen Sonntag und tschüss.